Ja, und damit hallo und herzlich willkommen hier zu Queen Hell, hier bei Die Fussel. Ja, meine Lieben. Ach, ich habe mich mal ein bisschen kundig gemacht über das Spiel. Ja, es ist ja nicht verboten, ein bisschen einen Ratschlag zu holen, um vielleicht ein bisschen mehr durchzublicken. So, meine Recherche hat ergeben, wir brauchen Kokosnüsse. Aus Kokosnüsse können wir die Schalen gewinnen, aus Schalen können wir die natürlich auf dem Feuer tun. In den Schalen können wir Wasser abkochen. So, das ist meine Recherche. So, und ich bin natürlich auf der Suche nach so einer Kokosnuss. Wenn ich die irgendwo finde. Es geht schon wieder gut los. Zerstören, zerstören, zerstören. Ja. Heute geht es natürlich los hier. Wir müssen heute mal... Ich mache heute ein bisschen länger. Also so ungefähr... Ja, wir gucken mal... Ich muss das natürlich ohne Hochladen kriegen, sonst ist das ein bisschen schwierig, sonst dauern die das Rendern und das dauert sonst immer so lange. So, wir gucken heute mal, aber erstmal nehmen wir die Banane mit. Komm her, die Bananchen. Die Bananchen. Komm, komm, komm. Ich brauch dich. So, wie gesagt, ich habe mich ein bisschen kundig gemacht. Das ist ja nicht verboten. Man kann sich ja ein bisschen mal einen Ratschlag holen, ein bisschen was nachlesen. Und ja, da wurde ganz groß gesagt, aus Kokosnüssen kann man zumindest vieles machen. Und Kokosnüsse wachsen ja auf Palmen. Deswegen werde ich natürlich öfters mal auf den Boden gucken, irgendwo eine Kokosnuss zu finden hier. Zum Beispiel einen Stein können wir mal mitnehmen. Das können wir auch mitnehmen. Den Stein nehmen wir auch mit. Können wir ganz gut gebrauchen für... Nein! 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 Shit! Ah, verdammt! Ah, verdammt! Verdammt, 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 verdammt! Das war jetzt nicht geplant. Shit! Ja, wenn uns die Seuche nicht umbringt, dann bringt uns das um. So. Haben wir uns irgendwie wehgetan? Gleich mal gucken. Ja, der übliche Parasitenstich. Wie immer. Oh, 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 oh. Das ist natürlich Mist, ey. Ah, verdammt. Das ist natürlich absoluter Mist. Oh, wir haben uns richtig weh getan. Oh, das sieht nicht gut aus. Verdammt. Und jetzt komme ich hier nicht mehr hoch, oder wie? Echt jetzt? Oh, toll. Und bei diesem Wasser wird das natürlich nicht besser, ne? In der Wunde. Ja, ich bin leicht abgerutscht vom Baumstamm. So eine Kacke. Aber na gut, wir lernen draus. Quatsch, was will ich denn jetzt mit den Steinen? So, Lagerfeuer gibt's noch. Ich muss das kurz verbinden. Jetzt habe ich hier wieder kein Verband. Ach, wir müssen sehen, dass wir uns alles mal ranschaffen. Aber man verbraucht das extrem schnell. Das ist das Problem. Toll. Ja, wir haben wieder mal nix. Wie immer. Moment, das machen wir mal ganz glatt nochmal. Das möchte ich nochmal machen, bitte. Oh, war das jetzt der Speicherstand? Hoho, gleich mal gucken. Ja, wie gesagt, man sollte nicht runterfallen. Man sollte eigentlich am besten gar nicht bewegen. So, das war nicht der Speicherstand. Okay, dann war es er. Dann wird das eher. Ja, wie gesagt, wenn man runterfällt, kann man sich ganz schnell ein Bein brechen oder auch schlimmer, keine Ahnung, was man noch passieren kann. So. Ganz kurz, die Bananchen. Wo sind sie denn? Halt! Moment, bevor ich jetzt mache. Halt, Moment. Mann, was mache ich denn jetzt? So. Ich brauche ein bisschen was für unterwegs. Ein bisschen Sushi.
Auch wenn das nicht gerade gesund ist, aber. Erweitern, nehmen, sammeln. Ja, das sammeln wir gleich mal so. Ach, komm her, komm. Los, Fischi. Sammeln. So. Ein bisschen Fisch tut immer gut. Zumindest hilft uns das erstmal für ja weitere Parasiten. Ich will es doch. Aber was soll ich machen? Huh. Ja, habe ich doch ganz gut erwischt. So, nach meinem Ermessen schwindet dann natürlich auch der Fisch hier. Haben wir jetzt noch einen? Einen etwas größeren? Sieht nicht so aus. Okay. So, gucken wir mal ganz kurz am Feuer. Ich will da mal was versuchen. Oder mal gucken. Huch. So, Fisch haben wir hier. Können wir denn irgendwie trockenes Blatt, können wir das vielleicht herstellen? Moment. Trockene Blätter können wir doch eigentlich auch annehmen zum Anzünden, oder? Stapel zerstören, herstellen. Okay, wir gucken mal. Bringt nichts, okay. Herstellen. Bringt auch nichts. Bringt auch nichts, okay. Hier können wir Angelhaken machen. Den können wir nochmal zerlegen. Sammeln. Ich bin schon wieder. Ich bin eigentlich nur krank hier. Das ist öde. Das ist schlimm. Ich muss hier unbedingt irgendwas finden, dass ich hier es leichter habe. So. Ah, Traum. Traum. Ja, Infektion, wie immer. Ja, es ist. Wie bekomme die Infektion weg? Wir können einfach nichts Rohes essen, nehme ich an. Es kann ja irgendwo noch so sein, dass wir nichts Rohes essen dürfen. Kein rohes Wasser, kein rohes Fleisch. Aufpassen nach Infektionen oder auch Parasiten. Aber da muss man natürlich erstmal einen Weg finden. Ich muss Pilze finden. Irgendwas, keine Ahnung, was uns nicht gleich umbringt. Wie Bananen. Oh, da hängen ja nicht so viele hier. Ach, es ist verzweigt. Es ist verzweigt, es ist verzweigt, es ist verzweigt. Hier, jetzt bitte nicht runterfallen. So, wir gucken mal hier, ob wir Bananen hängen. Da hängen welche. Ja, wir müssen uns wirklich sehen, dass wir wirklich gesünder leben hier. Hier, klein mitnehmen. Verbände. Wir müssen wirklich auf Sammeltour gehen, es nützt nichts. Ich hätte so anders gedacht, aber es bringt uns ja nicht weiter. Wir gucken jetzt erstmal alles ab hier, dass wir auch wirklich was zu essen parat haben. Und ja, und auf Schlangen aufpassen. Das vergesse ich immer wieder. Wir brauchen, wie gesagt, wir brauchen irgendwas zu essen. Oder wir müssen wirklich mal auf Sammeltour gehen. Das nützt jetzt nichts. Ah! Oh, du lieber Gott. Ja. Ja, man muss echt aufpassen hier. Man ist schneller tot, als man denkt. So, Pilze können wir mitnehmen. Die helfen gegen Parasiten. Die werden wir gleich mal schlucken.
Ja. Wie gesagt, wir gehen heute mal aufs Sammeltor hier. Es nützt ja nichts. Irgendwie okay. Müssen. Hunger, schimmert der Hunger. Ja, da ist. Hat das was geholfen? So. Ja. Wir gehen aufs Sammeltor. Wo ist jetzt der leckere Honig? Hier. Na, 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 na. Vielleicht finden wir ja noch irgendwelche Bären. Ich gehe ja wirklich schrittweise hier durch. Weil ich echt Angst habe, dass hier irgendwo Viecher sind, die uns gleich wieder umbringen. Na, 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 na. So. Ich gucke immer, ich schalte immer Ausschau nach S-Bahn. So. Aha. Hier haben wir einen dreckigen Fluss. Den müssen wir irgendwie überqueren. Wie gesagt, um die Fische zu essen, müssen wir wirklich erst Feuer haben, richtig? Ein Schneckchen! Ja, ich bin mir auch nicht so sicher, ob wir die Schnecken wirklich essen können. Einfach so. Expedition, 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 Expedition. Hier ist irgendwas in der Nähe. Ja, wir haben ihn erwischt, aber auch nicht richtig. Wow, coole Musik. Oh oh. Wo ist jetzt meine Axt? Also wie gesagt, ich werde jetzt erstmal rumgucken, dass man natürlich irgendwas Essbares finden, zum Beispiel. Wow. Schön. Ja, ich hoffe, dass in den Lager hier unten wieder was ist. Ja, waren wir ja letztens schön. Ich gucke einfach mal. Irgendwas Essbares wird das schon geben, aber das sieht nicht so knetig aus hier. So. Ja, schmutziges Wasser ist natürlich scheiße. Was ist das? Zeremonielle Schüssel. Kein Feuer. Schön. God, I'm so hungry. Ich bin zu hungrig. Du musst noch kurz warten, mein Guter. Wir müssen ein bisschen sparsam sein. So. Oh, schön. Bananenblatt haben wir hier noch, aber die können wir jetzt hier nicht mitnehmen. Hängematte. Zum Schlafen. Nee. Erstmal noch nicht. Erstmal möchte ich noch weiter. Ich brauche, wie gesagt, was Essbares. Neuer Tagebucheintrag. Okay, wir gucken mal kurz. Untersuche das Stammesdorf. Okay, haben wir gemacht. So, hier haben wir natürlich bestimmt auch was Neues. Nee.
großartig nicht. Wir haben aber Pflanzen, Häuser, Feuer. Okay, jetzt. Ja, wir haben keinen Anzünder, das ist das Problem. Sonst würde ich das natürlich machen. Deswegen müssen wir auch nach Bananenausschau halten hier. Wo zum Teufel ist hier eine Klapperschlange? Irgendwo hier ist eine Schlange. Ich schaue sie. Ach nee! Eine Spinne! Ah. Brasilianische Wanderspinne. Körper 1. Okay. Du wirst schwächer. Okay, jetzt müssen wir mal irgendwie was essen. Nee. Erstmal eine Bananchen. Hungry. Ja, das geht rucki zucki weg hier. So, mal schlafen. Es ist wirklich schwer. Es ist wirklich schwer. Oh. Ja, es ist schwer. Man merkt. Gewitter getötet durch eine Infektion. Ich habe keine Ahnung, wo diese Infektion sein soll. Im Bein, im Bauch, im Kopf. Ah, das ist so langwierig hier. Mann! Verdammt, wir müssen irgendwie diese Infektion wegkriegen. Ich muss jetzt kurz mal in mein Büchlein gucken. Irgendwo muss diese Infektion doch da sein, was ich dagegen machen kann. Gegen Infektionen. Ah, Mann! Ärgert mich! So. Wo ist mein Tagebuch? Wo ist jetzt hier... Tabak hilft nicht gegen Parasiten, Kohlenhydrate, okay. Alternative Eigenschaften, Tabak. Wo ist die Antwort? Ja, das sind alles Kohlenhydratquelle. Hier steht auch nichts. Kratzer, hier, das sieht doch schon besser aus. Okay. Vergiftete Wunde, Ekel, Fieber. Die Herstellung einer Pflanzeninfusion, die natürlich das Fieber senkt, beschleunigt die Heilungsprozess. Pflanzen. Okay. Parasiten im Bauch. Die Einnahme von Pflanzen mit natürlichen parasitären Eigenschaften tötet die Parasiten ab. Okay, Wurm. Dreck. Ich muss hier mehr Pflanzen essen. Habe ich hier die Befürchtung. Kann das sein? Pflanzen? Welche Pflanzen? Ja, man muss das erstmal alles lernen hier. Das weiß man ja vorher alles nicht. Okay. Ja. Hab natürlich wieder nix, oder? Schön. Also das Spiel hat's wirklich in sich, so wie ihr es natürlich mitbekommt hier. Also da ist nicht einfach mal so durchrennen und ja, Friede, Freude, Eierkuchen. Hier geht's richtig zur Sache. Ich muss sehen, dass ich irgendwie eine Pflanze finde, keine Ahnung, die gegen das Parasit, ja klar, gegen die Parasiten hilft. Das ist ja indirekt ist das, kommt das ja von den Parasiten, die Infusion. Ja, Giftfrösche. Ah, ich bin mir fast sicher, wir können auch hier fast keine Schnecken essen. Hier wird alles verkeimt sein und hast du nicht gesehen.
So, gibt's hier Bananen? Bananchen. Bananchen. Ja, wenn ihr natürlich Tipps habt, wenn ihr natürlich vielleicht wisst, was mir fehlt, was ich machen kann dagegen, könnt ihr mir das gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, jede Tipps sind natürlich notwendig hier, um ein bisschen voranzukommen. Oh, Bananchen. Bananchen. So, die Bananchen nehmen wir mit, wenn das geht. Ja, man muss komisch drauf gucken. So, haben wir hier noch einen Bananenbaum? Ja, schön. Noch einer vielleicht? Noch einer? So ein ganz kleiner Bananenbaum noch? Oh, was ist das? Ein Papagei? Okay. Oh, was ist das? Unbekannte Frucht. Lecker. Mehr davon bitte. Mehr davon. Mehr davon. Ich hoffe, man kann die essen, ohne irgendwelche Parasiten zu bekommen. Na 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 na. Huch. Huch. Irgendwo ist hier ein Schwein, Schurz. So, ganz kleinen Moment. Ich kann ja nicht speichern. Das ist natürlich, ja, ist gut überdacht, ne? So, Steine helfen uns jetzt natürlich erstmal nicht weiter. Need a rest. So hungry. Ja, verdammt. So, am Bett. Oh, am Vogelnest! Am Träumchen! Oh, eine Feder! Hey, bleib hier! Shit! Wo ist denn der jetzt mit meinen. Verdammt nochmal! Jetzt ist er mit meinem Speer weg, der Blödmann. Ich probiere mal eine. Und noch ein Bananchen. Ja. Ey, schreib mich nicht so. Oh, ich weiß nicht mal, wo ich bin, ne? Hier sind irgendwelche Musik, hier ist irgendwo eine Musik zu hören. Eine Nuss. Und hier ist irgendwo wieder so ein Scheißnest. Oh, Pilze. Eine Larve. Mhm. Aha. Ein Papagei. Hier, eine Heilpflanze. Kann man die essen? Ich muss das nachher mal ausprobieren. Ich muss das ausprobieren. Hungry.
keinen Platz mehr im Rucksack. Echt jetzt? Und ich bin schon wieder fast tot. Das gibt's doch gar nicht, echt. Energie, ich muss schlafen. Oh Mann! Ach Mann! Ach Mann! Echt! Getötet durch Infektion. Ich muss diese Infektion wegkriegen. Ich muss mich erkundigen, wie man diese Infektion beseitigt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ach schön. Schön, schön, schön. Ja, ihr seht's. Es ist einfach nicht so einfach, dieses Spiel hier zu spielen. Aber es macht trotzdem Spaß. Es macht Element Spaß. Es hat alles. Es hat Wut, es hat Freude, es hat Trauer, es hat Angst. Es hat eigentlich alles. Und ich bin froh, dieses Spiel gefunden zu haben. Auch wenn es ein bisschen extrem belastend ist, wenn man dauerhaft von Infektionen getötet wird. So. Es muss doch irgendwo. Ist das meine Infektion? Ja, wieder so ein Vieh. Ah! Okay. Hier ist noch der Verband dran, okay. Hier sieht es eigentlich noch ziemlich gut aus. Das können wir gleich zerstören. Ach, ich möchte gerne weiter raus, aber ihr seht, ich komme nicht so weit. Ich muss hier irgendwo eine Kokosnuss finden. Scheiß drauf, wie wir das machen, aber wir brauchen hier eine Kokosnuss. Wir müssen irgendwie Wasser abkochen. Ich gehe am besten gleich mal hier hoch. Ach, shit. Wir müssen irgendwie diese Infektion beseitigen. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das machen soll. Es gibt wahrscheinlich irgendwo eine Heilpflanze dagegen, oder? Ja, irgendwo gibt es wahrscheinlich diesen einen geheimen Trick. Am Ende ist der gar nicht so schwer, aber wenn man nicht weiß. La 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 la
Unbekannte Blume, okay. Ich muss hier viel lernen. Man merkt, viel lernen. Essen. Lebensmittelvergiftung. Super! Das fehlt mir jetzt auch noch. Also die Blumen kann man nicht essen. Jetzt hab ich auch noch eine Lebensmittelvergiftung. Das läuft hier. Helfen die dagegen? Ich muss hier zu viel jetzt ausprobieren. Ich muss mir das am Ende... Ich brauche etwas zu trinken. Ja, ich muss mir in der nächsten Folge muss ich mir wirklich einen Plan machen, was wir machen. Wie wir das am besten machen. Deswegen würde ich jetzt so sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich mache mir jetzt wirklich einen Plan. Ich werde mich jetzt erkundigen, was am besten für uns wäre. Außer diese Schlange zu töten. So. Deswegen, sehen wir uns natürlich jetzt gleich in der nächsten Folge. Ich bin sowieso gleich wieder tot. Und dann werden wir natürlich andere Sachen hier anziehen. So, bis dahin, macht's gut und schönen Dank fürs Zuschauen. Und Freunde, bleibt gesund. Bis später. Tschüss.